Dem Ersten dämmert schon, dass es heute keine Schäufele gibt. Es wird wahrscheinlich kein klassisches Restaurant in dem Sinn sein, wenn die jetzt 4 Jahren schon aufgemacht haben. Ne? Mehr oder weniger aus dem Nichts. Da bin ich bin sehr heiß. Ich will das sehen. Anil und Mario gehören, gelinde gesagt, nicht gerade zu Philipps Kernklientel. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe vegan noch nie so richtig gegessen. Und ich bin gespannt. Also ich bin der Fleischmensch. Also ich brauche Fleisch, Frühstück, Mittag, Abend. Und ich bin auch gespannt, ob die mich überzeugen können. Ja, finde ich auch in Ordnung, das darf man auch sagen. Es macht es ja eigentlich auch noch viel spannender, wenn man einfach auch zwei jetzt gleich mal in der Runde hat, die sagen, ist sonst nicht so meins, aber ich lasse mich drauf ein. Cool. Denn die wichtigste Zutat bei Mein Lokal, Dein Lokal ist und bleibt die Neugier. Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid. Wollt ihr schon mal rein noch alles anschauen? Ja. Gerne. Danke. Danke. Heute geht's hier ohne Fisch und Fleisch um die Wurst. Philipps Gastraum ist knapp 100 Quadratmeter groß. Modern eingerichtet. Modern. Modern. Modern, effektiv. Spricht sehr viele junge Leute an. Ist Geschmackssache. Aha, heißt was genau? Das ist, der Tisch ist jetzt nicht mein Fall. Also, wie heißt es? Bei uns Türken gibt es zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist. Bestattung halt wahrscheinlich. Ja, das schaut wie so ein Tisch aus. Das ist meine Ansichtsweise, die hat sich gewaschen jetzt, ne? Aber ich verstehe ihn. Er hat ja nicht ganz unrecht, ne? Aber so, dass man das so assoziieren kann, Wahnsinn. Du siehst halt, es ist halt Systemgastronomie. Ne? Das ist zur Marke gedacht worden bei der Entwicklung vom Konzept. Das ist halt was anderes, als wie ich das mache oder wie ihr das macht. Aber es ist halt an sich ein gelungenes Konzept. Merkt man, dass es ein veganer Laden ist? Das ist eine Vorstellung vom veganen Lokal. In die Richtung würde es schon bei mir gehen. Also wenn ich hier reinlaufe, würde ich schon vom Gefühl her sagen, das wird wohl vegan sein. Man merkt schon, dass die Leute auch sich anders bewegen, auch das Bewegen. Das ist komisch, aber man merkt schon, man ist in einem veganen Laden. Vegane Ernährung schränkt 0,0 den Bewegungsapparat ein. Ich möchte das zumindest mal gesagt haben. Ne? Ist ein bisschen voreingenommen, aber irgendwie saulustig gerade. Die Dame an Philipps Seite ist Restaurantleiterin Leonie. Schön, dass ihr einen Platz gefunden habt. Und habt ihr schon die Karte geschaut? Nein, noch nicht. Wir haben noch keine gefunden. Ja, die würden wir euch gerne mal zeigen, weil wir haben Bestellterminals, in denen man bestellen kann. Der Vorteil eines Terminals, man kann die Karte schnell und ohne großen Aufwand anpassen. Die Steuerung war ein bisschen schwierig, unübersichtlich. Ja. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, dass die normalerweise keine Vorspeisen haben hier. Und die haben das dann extra noch eingepflanzt in ihr Kassensystem irgendwie. Das ist alles extra passiert und dafür ist es gut gelöst gewesen. Also offenbar ist tatsächlich hier für den Wettkampf was eingespeist worden, damit man einfach hier diese 3-Gänge-Wettkampfsituation auch schaffen kann. Weiß ich, ob da vielleicht die komplette Bindung zum Gast verloren geht. Also die Bindung fehlt, Zusatzverkauf fehlt. Ich will vorsichtig sein, aber ich kann das nicht als 100% Gastronomie einstufen. Es ist vielleicht ein Gastronomiezweig, ne, aber ein wo ganz anders. Es ist System-Konzept-Gastronomie, ja. Es gehört aber nicht in die IG Metall und auch nicht in den Schneiderberuf. Es ist Gastronomie. Lässt sich Anil überzeugen? Schauen wir mal. Was machst du? Wir kochen zusammen. Wir kochen eine orientalische Tomaten-Linsensuppe. Okay. Linsen und der Orient passt immer zusammen und gibt es viel. Und du kannst es auch so schön, du kannst es auch schön vorbereiten. Ist übrigens, falls diese Suppe extra für uns gemacht worden ist, ist sicherlich gut zum Einpflegen in euer Programm. Als Basis für Daniels Süppchen dienen Möhren und Zwiebeln. Hast du Koch gelernt? Nein. Nicht? Nicht. Ich habe keine Kochlehre gemacht, sozusagen. Ja. Okay. Also ich habe angefangen zu studieren und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es mir eigentlich gar keinen Spaß macht und dass mir Kochen viel mehr Spaß macht. Das war schon immer, seit ich klein bin, eigentlich meine große Liebe. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, was könnte ich denn machen? Und dann haben wir hier mit Kaspar Schmauser, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit gefunden, dass ich mich hier um die Produkte kümmern kann. Und mit Philipp und Claudius ergänzen wir uns so als Team eigentlich perfekt. Das ist ein Tüftler, der mag das, der kocht leidenschaftlich gern. Und tatsächlich ist es doch so, muss man denn immer die Ausbildung gemacht haben? Ich sage nein.
Als nächstes schwitzt Daniel Zwiebeln, Knoblauch und Möhren in Olivenöl an. Also die rote Linsensuppe kommt ja ursprünglich aus dem Orient, da meine Wurzeln auch aus dem Orient kommen. Sehr cool. Und ich die Linsensuppe türkischer sehr mag. Da bin ich auf jeden Fall sehr drauf. Das ist ja perfekt. Das trifft sich, ja perfekt. Ich habe große Erwartungen, weil die rote Linsensuppe ist einer meiner Favoriten. Na bitte. Ich finde das spannend. Ne? Das ist ja richtig von der Beurteilung. Richtig spannend. Jetzt machen wir unsere Tomaten dazu. Die haben wir hier schon vorbereitet. Okay. Schmeißen wir einmal hier in den Topf rein. Okay. So im Ganzen. Genau, im Ganzen. Wir kochen die gleich weich. Okay. Dann wird es noch püriert. Ja, ich würde es halt halbieren oder vierteln, weil es wird zum Schluss eh püriert. So spart er sich ein bisschen Zeit. Ich schneide sie auch einmal durch zumindest, weil ich einfach glaube, dass das diesen Ansatz gut tut, wenn die Tomate gleich mal der Saft, das Fleisch ein bisschen übergeht in diesen Anschwitzprozess. Jetzt die Gemüsebrühe. Dann kommt unsere Gewürzmischung mit dazu. Welche Mischung? Wir haben einmal Paprika edelsüß, Koriander, Kreuzkümmel, okay. Ein bisschen Chilipaste, okay. Ras el Hanout. Orientalisches Gewürz und ein bisschen Salz noch. Okay. Und die Gewürzmischung ist auf jeden Fall orientalisch genug. Ich würde sogar sagen, zu orientalisch. Die orientalische Gewürzmischung ist nicht jedermanns Sache. Ne? Und ob das so angenommen wird, ist halt ein Fragezeichen. Naja, allein das Ras el Hanout hat ja über 30 verschiedene Gewürze in sich. Und dann kommt noch mal Kreuzkümmel und noch mal Koriander, was schon in der Mischung eigentlich drin ist. Das kann schon auch ziemlich extrem werden. Ne? Die Gewürzmischung und die roten Linsen kommen nun zum Gemüse. Also nach dem Aufkochen wird es einmal püriert. Es wird natürlich etwas stückig bleiben, auch wegen den Tomaten. Okay. Die passieren das nicht. Und am Ende kommt dann noch frische Zitrone rein, frische Minze und ein bisschen Tomatenmark am Ende, damit es einfach noch so ein bisschen dicker wird und noch ein bisschen kräftiger vom Geschmack. Dani, dann sage ich schon mal tschüss. Mit Arnets Meinung werden wir gleich wissen, ob es ihn ein bisschen an Mama, an Zuhause von früher erinnert oder nicht. So, und dann ist die Suppe wirklich orientalisch. Philipp und Leonie servieren die Vorspeisen. Wie erwartet, bunt, frisch, wir sind durcheinander, finde ich cool. Ja. Also einladen ist zu essen. Als Fachmann für alles Orientalische muss Anil die Tomaten-Linsensuppe mit geröstetem Brot probieren. Was extrem rauskommt, ist Kreuzkümmel. Ne? Das schmeckt so halt brutal raus. Die wollten was Orientalisches rausbringen, dass es raussticht. Und da haben sie halt Kreuzkümmel tick zu viel, finde ich. Ja, die roten Linsen, die sind zwar mit dem Pürierstab nochmal fein püriert, aber normalerweise vielleicht noch einmal durch den Sieb. Ich würde halt vielleicht noch Kartoffeln mit rein pürieren. Karotten, ja, aber auch mit Kartoffeln. Sie ist ein bisschen kompakt, man könnte sie ein bisschen schlanker noch machen. Aber ob man das jetzt unbedingt pürieren und durch den Sieb geben muss, Ansichtssache. Geröstete Brot mit Knoblauchöl passt super dazu. Die war gut, aber wenn ich eine Suppe orientalisch nenne, dann biete ich auch Weißbrot an, ne? Und nicht Krustenbrot. Völlig in Ordnung. Faire Kritik, etwas kritisch, Vorschläge dabei, aber nicht unfair. Also gefällt mir gut, wie der Andi hier mit dem Wettbewerb umgeht. Ganz toll. Mario nimmt das Ofengemüse der Saison ins Visier. Dazu gibt es Hummus und scharfe Wassermelone. Ja, ich habe hier Vielfalt an Gemüsevariation. Ich habe das gegrillt oder in der Pfanne, mehr in der Pfanne, Auberginen mit leichtem Öl. Dann habe ich wieder diese fruchtigen kleinen Tomaten. Die geben die Säure ab. Die haben zum Beispiel jetzt ein bisschen alles auf die Waage gestellt. Durch die Fruchtigkeit, durch die etwas Säure. Die Balance war so ziemlich gut. Ganz ehrlich gesagt, ich muss mich schämen. Ich habe einen Hummus noch nie gegessen. Aber ich muss dazu sagen, der schmeckt mir gut. Die Konsistenz von meinem Gemüse, so kenne ich das nicht. Also es ist so ziemlich durchgegart, aber vielleicht muss das so sein. Die Süßkartoffel, die war etwas weich, aber vielleicht musste sie so sein. Ich habe noch nie in meinem Leben, auch wenn ich jetzt in der Küche bin,
noch nie in meinem Leben eine Süßkartoffel gegessen. Ich habe das Gefühl, dass die kulinarische Reise von Mario heute erst den Startertag hat. Ne? Das könnte dann spannend werden. Ne? Schmeckt es gut? Ich sag einfach, ich bin es nicht gewohnt, so Art Gemüse zu essen. Chris hat das gleiche Gericht bestellt. Die Kombination aus Wassermelone als erfrischender Komponente, dann haben wir die Süßkartoffelpommes mit dem typischen Geschmack der Süßkartoffel und dann halt diesen Dip, finde ich die Kombination sehr gut. Und die Konsistenz der Süßkartoffel ist für das Essen für mich so wie erwartet. Ja, also ich kann sie halt mit der Gabel halt schon durchdrücken. Ich finde die Garstufe von dem Gemüse in dem Sinn für das Essen so, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt nicht wie bei einer Antipasti, wo ich auf bissfeste Sachen gehe und das auch erwarte, aber hier genau da passt es für mich perfekt rein. Der Chris erklärt die Konsistenz der Süßkartoffel genau richtig. Sie ist wie es ist. Ne? Also passt soweit. Alles stimmig für mich, gut angerichtet. Also ich bin damit sehr zufrieden. In Jonas Schüssel tummelt sich Pumpkin Salad mit karamellisierten Walnüssen und Feta auf Blattsalat. Feta, natürlich ein veganer Feta. Der Kürbis ist cool gegart, ist weich, ist cremig. Ich finde ihn leider ein bisschen zu salzig, aber das ist vielleicht auch, geht nur mir so. Dann habe ich karamellisierte Nüsse mit drauf, extrem geil. Die Marinade vom Salat finde ich gut, ein bisschen sauer, ein bisschen süß. Frische Weintrauben, Äpfel, Rotkraut. Ich habe den veganen Schafskäse mit drauf, ich weiß jetzt nicht, was das für eine Marke ist. Schmeckt nach Schafskäse, auch die Konsistenz dann ist nicht irgendwie... Das ist ja manchmal so Pudding. Ja, genau. Der ist auch zergangen. Die Vorspeise kostet 8,90 Euro. Finde ich absolut fair. Von der Menge her auch vielleicht fast ein bisschen viel. Wenn es da noch ein Brot dazu gibt, dann ist das eigentlich ein Hauptgericht. Wie schätzen Philipp und Daniel die Lage ein? Wir haben es ja etwas anders vorbereitet, als wir sonst machen. Wir machen alles immer in großen Mengen, heute etwas kleiner. Ich hoffe, da hat alles beim Würzen funktioniert, weil wir es einfach gewohnt sind, in großen Mengen zu arbeiten. Aber ich bin mal guter Dinge, dass es geschmeckt hat. Damit zur Tendenz. Wie war's, Chris? Von mir kriegst du jetzt aktuell eine Tendenz von 8. Danke. Ich bin aktuell bei 9. Vielen Dank. Bei mir liegt die Tendenz momentan bei 7. Danke. Okay. Bei mir liegt die Tendenz auch bei 7. Ist ganz toll. Es ist sehr, sehr, sehr hoch einzuordnen. Ja, also wir haben in der Tendenz 31 Punkte bekommen, also liegen wir voll im Soll, haben noch Platz nach oben. Aber ich glaube, dass Anil und Margot, sie haben halt sehr genaue Vorstellungen von dem, was sie halt erwarten und was sie möchten. Und da haben wir jetzt ja noch 2 Gänge Zeit, sie zu überzeugen. Auf zum Hauptgang. Da geht noch mehr. Was machen wir? Was kochen wir? Wir kochen ein Süßkartoffel-Erdnuss-Curry. Ja. Also Süßkartoffel, Erdnuss, Curry habe ich tatsächlich auch schon mal gegessen. Süßkartoffel, die Erdnuss, dann eben so ein bisschen so ein Asia-Touch da reinbringen. Das kann richtig, richtig gut werden. Als erstes brät Daniel Zwiebelchen in Olivenöl an. Dann kommen gleich noch die Gewürze mit dazu. Ja. Wir auch noch kurz mit anbraten. Ja, was hast du da? Knoblauch, ja. Salz, ja. Eine Currypaste. Die Currypulver. Currypaste, was für eine? Rot? Eine rote. Rot, okay. Eine rote Currypaste. Der Ingwer und Kurkuma. Kommt mit dazu. Dann wird das Ganze mit Kokosmilch, Wasser und Erdnussmus aufgekocht und im Anschluss püriert. Du passierst es auch nicht ab oder so, du lässt das alles drin. Es bleibt drin. Gut. Also ganz original, wenn ja. Da noch ein bisschen Ingwer mit drinnen ist. Ja. Ja, das schmeckt ja auch. Das schmeckt auch gut, ja. Das soll nachher schmecken. Dann haben wir hier einmal Süßkartoffeln. Ja. Die schneiden wir etwas gröber als die Karotten, die auch noch mit dazu kommen, weil die Süßkartoffeln, die ziehen schneller durch in der Soße und wir wollen nicht, dass die zu weich werden am Ende. Süßkartoffeln werden natürlich trotzdem etwas weich, die haben keinen Biss oder irgendwas. Klar. Aber die soll natürlich als Stückchen immer noch erkennbar sein. Matsch sein. Genau. Und noch die Karotten. Natürlich jeder Sie kocht das alles jeden Tag Fisch. Genau. Ja. Nicht alles, ja, muss ich dazu sagen. Ja, wir haben zum Beispiel ein Chili, das kochen wir nicht für den Tag frisch, sondern Chili, kennst du ja, schmeckt viel besser, wenn es ein bisschen durchgezogen ist.
Also Vorbereitungstechnik und Haltbarkeit, wenn ihr alles vegan macht, auch ohne tierische Sahne und so weiter dann im Curry, jetzt ist vermutlich deutlich angenehmer. Ne? Ja, ist deutlich angenehmer. Okay. Wir haben natürlich trotzdem alles schön sauber und Hygiene wird bei uns sehr groß geschrieben. Ja. Trotzdem weißt du natürlich, wenn du mit Fleisch arbeitest, mit Fisch, mit Eiern oder Milchprodukten. Wenn du irgendwas irgendwie mal hinkommen, du musst halt nicht so penibelst aufpassen mit den Rohstoffen, weil du weißt es ja selber, wie schnell ist mal irgendwie ein Schweinelachs mal irgendwie, es kann ja immer mal was passieren und das hast du halt bei dem veganen Zeug überhaupt nicht, ne? Ich übe hier einfach mal noch fleißig weiter. Jetzt kommen wir das Gemüse ran, dann ist quasi fertig. Genau, jetzt kommen gleich noch die Erbsen mit dazu, dann wird es noch mal 1-2 Minuten aufgekocht und dann ganz am Ende finalisieren wir das mit dem Spinat, mit ein paar Kokosflocken und Erdnüssen, kochen es noch einmal auf und dann genau. Also Zubereitung ist für mich völlig in Ordnung. Den Ansatz, das ist alles frisch gemacht. Also ich habe da jetzt auch gar nichts groß zu sagen. Ne? Ich bin auch wirklich sehr zufrieden, dass so schön frisch gekocht wird. Wirklich. Rossa, eure Bowls werden ja immer voller. Guten Appetit. Danke. Hauptspeise Nummer 1, Anils Süßkartoffel-Erdnuss-Curry mit Jasminreis und gemischtem Gemüse. Bin gespannt, wie es ihm jetzt schmeckt, weil das muss ja ein bisschen mehr Punkte geben. Er hat ja nur 7 gegeben. Also, ja, komm, lass dich auf vegan ein, Anil. Viel Spaß. Also, mein Essen ist für einen Fleischliebhaber, sage ich mal, überraschend gut. Also hat mich wirklich sehr überzeugt. Die Erdnuss-Curry-Soße ist sehr gelungen. Schön dickflüssig, cremig. Das Curry kommt sehr gut durch. Erdnuss auch. Die Süßkartoffeln sind auch sehr gut durchgegart. Und die kannst du auf der Zunge zerdrücken. Knackige Gemüse, Reis passt. Die Erdnussstücke finde ich als Deko zum Verzehr sehr schön. ist cool. Ich bin positiv überrascht von einem vegetarischen Gericht. Das hat meine ganze Sicht, Blickwinkel oder Sichtweise zur veganen Küche geändert, muss ich sagen. Ne? Ja, und das ist toll. Also das ist echt toll. Ne? Man muss halt, wow, ne? Weil das ist ja eine irre Wendung. Ne? Toll, schön, geil. Jonas tritt in Mikes Fußstapfen und kostet die Thai Bowl mit Glasnudeln, Smoked Tofu und Erdnüssen. Wir haben den Tipp bekommen, bei der Thai Bowl so ein bisschen Papaya-Mangosalat noch mit dazu zu machen. Haben wir umgesetzt. Beim Tofu haben wir noch ein bisschen mehr Smoke gemacht. Wir haben Rauchsalz beim Tofu mit dazu und ein paar Crunchy Onions da oben. Das finde ich super. Ich habe eben schon gedacht, optisch schaut ein bisschen anders aus. Tatsächlich, das finde ich richtig gut, Jungs. Und was meint Jonas? Bunter Teller, ich habe Glasnudeln drauf, Edamame, Tofu, Räuchertofu, glaube ich, ist das. Der ist sehr, sehr lecker. Die Edamame und die Glasnudeln könnten ein bisschen mehr Tempo vertragen, ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Kräuter, Gewürze, einfach mehr Gas. Beim Edamame-Thema, da muss ich jetzt was fragen. Wieso kann das auf einmal so wenig Pfiff haben, lieber Jonas, wenn wir die doch normal pur essen? Weißt, wir haben Edamame, kriegen wir ja nochmal so serviert, dann drücken wir die aus und essen die so, da beschweren wir uns ja nicht. Jetzt sind die pur da drauf und müssen aber dann auf einmal eine Marinade haben. Dafür ist ja das andere da. Ich bin nach der Vorspeise echt enttäuscht, weil ich den Salat mit der Marinade, das war rund. Und jetzt habe ich da Edamame drauf, die irgendwie nicht wirklich nach was schmecken. Die Glasnudeln, auch wenn sie mit Sojasauce mariniert sind, hätten noch ein wenig Mumps vertragen können. Hat mir echt der Pfiff gefehlt. Frische Mango ist mit drauf, finde ich gut. Die ist auch reif. Das hast du ja oftmals dabei, wenn du irgendwie so Mango irgendwo bestellst oder was, dass du dann so noch so halbrohe bekommst oder was. Die ist reif, finde ich super. Salat ist mit drauf, Reis habe ich unten noch drin. Da finde ich auch, den könnte man mit, was weiß ich, vielleicht ein bisschen Anis oder Lorbeer oder irgendwie Limettenblätter irgendwie, können wir da irgendwas noch in den Reis mit dran, dass der auch ein bisschen Eigenaroma bekommt. Mir hat es schon gefallen. Ich finde die Erweiterung jetzt toll. Ich verstehe den Ansatz von Jonas als gestandener Koch. Ich gehe davon aus, dass er Koch, zumindest Gastronom ist, schon auch, aber ich sehe so ein Konzept ein bisschen breiter aufgestellt. So, Männer, habt ihr schon gegessen? Als nächstes kommt Chris zu Wort. Seine Bowl besteht aus Pasta mit Pesto, Rucola und knusprigen Zwiebeln. Also geschmacklich finde ich es sehr gut in allen Schichten. Es ist
von der Kombination, also von der Karotte, Gurke, die Kichererbsen, es passt alles super zusammen. Die Soße ist echt gut, wirklich gut. Das Einzige, was mich jetzt hier ein bisschen stört, ist... Also meine Vorstellung von der Pasta Bowl wäre vielleicht mehr mit der Pasta, also vielleicht mit Rigatoni mehr gewesen und vielleicht ein bisschen mehr auf Pasta konzentriert. Ich hatte halt dann leider die Pasta auch vermisst, ja, unter ganz vielen anderen Sachen, die super geil drauf sind, aber bis ich bei der Pasta war, war ich schon satt. Vielen Dank fürs Feedback. Wir haben uns einfach gedacht, dass Pasta bildet für uns die Grundlage des Gerichts. Also im Mund eine Rucola und die Pasta drauf. Und dann bei uns besteht die Bowl aus extrem vielen Toppings oben dazu. Also wie du es erwähnt hast, die Gurke, die Kichererbse, die Tomaten, dann auch die Crunchy Onions oben drüber. Es macht es natürlich zu einem großen Gericht, was wir bewusst so machen, weil wir von dem Vorurteil weg möchten, dass veganes Essen nicht satt macht oder Salate oder Bowls einfach nur so eine Nebenmahlzeit sind. Aber du hast natürlich recht, man könnte noch ein bisschen mehr Pasta, ein bisschen weniger von den Toppings, von der Menge vielleicht. Aber prinzipiell ist es schon gedacht, dass auch einige Toppings natürlich zusätzlich dabei sind. Kann ich auch nicht ganz so stehen lassen, was der Christoph hier sagt. Also ich grase ja eine Bowl nicht von oben ab. Eine Bowl ist, das Schöne ist die Vielfalt einer Bowl. Da muss man sich schon von oben nach unten durchessen, indem man gleich mal alles auf die Gabel nimmt. Das ist ja nun, das sind ja auch genügend Nudeln. Also bitte. Mario hat Lust auf Mexikanisch und probiert das Chili Sin Carne mit Sojahack und Jasminreis. Was mich angesprochen hat und mich froh gemacht hat, waren die typischen drei Farben von Italien. Weiß, sehr schön. Grün und Rot. Das hat mich total glücklich gemacht. Von der Frische her habe ich auch was da. Ich habe einen Frühlingszwiebel, ich habe ein bisschen Crunch drin. Aber dann muss ich sagen, ich vermisse hier die Schärfe. Es steht leichte Schärfe, aber die Schärfe habe ich nicht gespürt. Ja. Es ist nicht sehr scharf, aber nicht allzu scharf. Das haben wir auch bei uns am Terminal vorgemerkt. Und man kann natürlich jederzeit, wenn man möchte, kostenfrei noch Chiliflocken oben mit dazu bestellen. Aber wir machen es lieber etwas milder am Anfang und dann kann man es nachwürzen, wenn man das möchte. Und eine Frage habe ich trotzdem noch dazu. Wenn du es nicht gewusst hättest, ganz ehrlich, hättest du es rausgeschmeckt, dass da kein Fleisch drin ist? Ich bin dir ganz ehrlich, ich esse Fleisch, leider hätte ich es rausgepickt. Ich finde das Ersatz vom Hackfleisch ist eine gute Sache. Vom Geschmack her auch gut. Ist zwar gut, aber es kommt nicht. Es gibt halt manche Gerichte, da kannst du kein Fleischersatz. Das passt nicht. Chili con carne ist halt Hackfleisch. Ich verstehe euch absolut, ihr beiden. Aber tatsächlich, ich muss wirklich zugeben, ich habe jetzt gerade in den letzten 2 Jahren wirklich hier und da Produkte gekostet, wo ich mir gedacht habe, bist du Wahnsinn, ist das gut? Wo ich wirklich nicht gemerkt hätte, dass das kein Fleisch ist. Nicht so in diesem Fall. Sorry, Daniel. Es ärgert mich natürlich ein bisschen, dass er gemerkt hätte, dass da kein Fleisch mit drin gewesen wäre. Es war ja auch eine Steilvorlage. Und ich weiß nicht, wenn er vielleicht, er wusste jetzt, es ist kein Fleisch drin, aber wenn er es wirklich nicht gewusst hätte, vielleicht hätte er es dann auch nicht gemerkt. Ein Nachtisch frei von tierischen Produkten. Daniel zeigt uns, wie das geht. Wir machen einen leckeren veganen Brownie. Okay. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Also wir haben hier einmal Kidneybohnen. Kommen in den Brownie mit rein. Das sind diese roten Bohnen. Das sind die roten, genau. Und sind die schon vorgekocht? Die sind schon vorgekocht, okay. Genau. Die sind vorgekocht. Die geben dem Brownie einfach so eine Saftigkeit und auch so ein bisschen einen schokoladig-erdigen Geschmack. Also es unterstützt einfach den Brownie bei uns. Diese roten Bohnen, die sind herzhafte Speise bei uns in Italien. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass man die jetzt in einen Gebäck reintut. Ein Brownie mit roten Kidneybohnen. Junge, Junge, ich finde schon, dass die auch so einen eigenen Geschmack haben. Und natürlich dadurch, dass sie jetzt nicht so klein sind, auch sehr, sehr mehlig so sind. Ne? Also das, ja, bin gespannt. Dann haben wir Chiasamen noch mit dabei. Ja, kennst du Chiasamen? Kleinen, diese ganzen ganz kleinen, feinen, dunkle, ganz, hellen genau, genau. Samen. Ja. Die haben wir dann mit drin, mit heißem Wasser kurz andecken lassen. Das ist so unser Eiersatz. Wir sind ja komplett vegan hier. Okay. Und der Brownie soll natürlich trotzdem so ein bisschen Bindung bekommen. Deswegen haben wir Chiasamen. Und dann haben wir noch ein
Sonnenblumenöl dabei und Hafermilch. Das ist bei uns noch ein Haferdrink. Chiasamen, das ist klar, die dürfen ja bei auch diesem System 0,0 fehlen. Ich frage mich jetzt zwar, ob man die unbedingt braucht. Wir haben ja tolle andere Sachen, die in Deutschland wachsen. Aber okay. All das vermengt der 26-Jährige mit Mehl, Kakao, Backpulver, normalem Zucker und Vanillezucker. Magst du gerne Brownies? Ja, gerne. Ich mag diesen Schokoladengeschmack, diese Fluffigkeit, was der Brownie hat. Ja? Ja, mag ich gerne. Ja, ich hoffe, dir schmeckt unser Brownie. Der ist auch nicht zu süß, also da ist nicht zu viel Zucker drin. Bei uns soll ja alles trotzdem noch gesund sein, natürlich. Das ist ein gutes Konzept. Vor allem alles, was gesund ist, was mit dem Essen zu tun hat, ist immer gut. Jetzt noch Schokostückchen dazu, dann wird der Teig vermengt und mit Kakaonips garniert. Und beim Backen tun die sich etwas lösen und gehen dann in die Schokolade rein. Die Kakaonips, die bleiben oben auf der Oberfläche. Ja. Die siehst du dann auch. Die sind natürlich optisch ein Highlight und geschmacklich ist ein richtig schön. Knusprig und crunchig. Genau. Ja, also ich finde die Zubereitung sehr cool. Bin gespannt, wie jetzt dann eben der Geschmack ankommt. Eben mit den Brownies. Aber ich glaube nicht, dass du die Kidneybohne jetzt irgendwie rausschmeckst. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Konsistenz von der pürierten Kidneybohne genau diesem schlotzigen Brownie-Charakter entgegenkommt. Appetitlich aussehen tut es jedenfalls. Und da kommen sie, die veganen Desserts. Sehr gutes Highlight. Also sehr, sehr geil mit dem Glas aus. Also ich bin gespannt. Sieht gut aus. Also auch bei dir finde ich es sehr, sehr geil. Auch bei mir. Sehr schön. Sehr schön. Jonas und Mario kosten beide den ofenfrischen Brownie mit buntem Fruchtsalat für jeweils 5,50 Euro. Top Zutaten, hier auch der Brownie noch mit dem Obst und so umlegt und so, das ist schon eine ordentliche Portion auch, ne? Unser Schoko-Brownie, ich finde ihn sehr saftig, sehr schokoladig. Frisches Obst dazu, kein TK-Obst, kein geschnittenes TK-Mango oder sowas wie in der Vorspeise auch, es ist alles frisch, ich finde es sehr gut. Mir gefällt dieses Crunchy von oben, das ist ein Kakao, am Schluss wird es draufgetan und dann ergibt auch dieses leichte Crunchy unter die Zähne, es knistert. Ich sehe noch Schokodrops mit reinschmelzen lassen im Teig, das heißt, du hast immer noch so flüssige Stellen drin, das macht natürlich noch mal saftiger. Und was ich auch ganz leicht, es wurde dezent gemacht, es sind Kidneybohnen und die finde ich dezent, die kommen nicht so bam raus, sondern ein bisschen nach hinten. War echt überrascht, dass ich da Kidneybohnen mit drin habe. Habe ich noch nicht gesehen und ich habe noch nicht geschmeckt. Das Rezept ist sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendein veganes Gericht dazu werden bringe in meine Speisekarte. Wenn man dann sowas wirklich Überzeugendes hier sagt, dass man in seinem Restaurant vielleicht über ein Dessert vegan in dieser Art nachdenkt, haben wir unseren Auftrag erledigt hier. Sehr gut. Ob Anil nach dem Genuss seines Bananapuddings auch sein Konzept veganisiert? Ich schmecke Banane raus, Vanille auch und unheimlich viele Bananenstücke. Und die Kekse sind auch genügend da. Ich glaube, das sind diese italienischen Kekse, was man auch zum Kaffee... So Löffelbiskuit? Nein. Genau. Ne? Ist ein bisschen fester, aber passt. Ist schön gekühlt, schön dekoriert, dezent mit einer Physalis. Farblich auch, vielleicht ein Minzblatt, muss nicht sein, kann sein. Aber ich würde es mir wieder bestellen. Läuft richtig gut hier, dieser Gang geht ab wie Schmitz Katze. Bitte fahren Sie weiter, steigen Sie ein in das vegane Karussell. Es läuft gerade richtig gut. Mal hören, ob Chris Cheesecake im Glas mit Mango-Topping in die gleiche Kerbe haut. Also mein Dessert
ist rundum gelungen. Also ich, vom Essensfeeling her, also wie es sich anfühlt, ist es, wie ich mir so eine Creme einfach vorstelle. Ziemlich wichtig, die Beeren passen als saure Beeren natürlich echt auch sehr gut zum Mango dazu. Ich würde es nie wirklich glauben, dass es rein vegan ist. Ich würde hier wirklich nur Sahne drin vermuten. Das ist echt gut gemacht, wirklich gut gemacht. Dass das Dessert eine reine vegane Erzeugnis ist, hätte ich jetzt nicht gemerkt, wenn es mir keiner vorher gesagt hätte, ehrlicherweise. Nur dafür dürfte er einen Dessertladen eröffnen. Also es war wirklich richtig gut. Ich würde es jedes Mal wieder bestellen. Ich würde jetzt das wirklich auch aufessen, trotz der großen Hauptspeise. Dann bist du aber wirklich begeistert. Und dann kann man mal schön ein paar Punkte rausknacken. Was kosten drei Gänge in bester Innenstadtlage? 174,30 Euro. Und davon sind 105 Euro für Speisen und ungefähr grob 70 Euro dann für Getränke. Also Preis-Leistung. Da brauchen wir uns nicht viel unterhalten. Absolut fairer Preis, oder? Absolut. Also mehr als fair. Ja. Top, top, top. Preis-Leistungs-Verhältnis. Alles auch wirklich im Haus gemacht. Frische Faktor, also Daumen nach oben. Toll. Die Punkte kommen nicht in der Bowl, sondern im flachen Teller. Na, hoffentlich ist das kein böses Omen. Eine 8. Eine 8 ist super. Ich denke, dass die 8 vom Chris gekommen ist. 8 Punkte. Noch eine 8. Ja, die andere 8 hoffe ich mir vom Anil. Er hat sehr stark betont die letzten Tage, wie sehr gerne er Fleisch isst. Aber ich würde mir wünschen, dass er uns trotzdem eine 8 gegeben hat. 8 Punkte. Noch eine 8. Ja, also bei der 8 bin ich mir ziemlich sicher, dass die von Marco gekommen ist. 8 Punkte. Wow. Dann ist die vierte 8 vom Jonas. 8 Punkte. Dann können wir mit dem Gesamtergebnis von 32 Punkten von den 4 Gastronomen sehr gut leben. 32 Punkte, Leute, damit seid ihr ganz weit vorne überhaupt in der Mein Lokal, Dein Lokal Geschichte. Rein vegan, 32 Punkte, Bombe. Knapp, aber wahr. Das Kaspar Schmauser geht mit 32 Punkten in Führung. An Tag 3 bittet Anil im Messe zu Tisch. Die türkische Küche ist so viel mehr als immer nur Köfte und Döner. Ich und mein Team haben uns es zur Aufgabe gemacht, authentisch türkische Küche unseren Gästen zu präsentieren. Vorsicht, Lebensgefahr. Es ist wirklich ultra heiß. Hätte mich fast den Mund verbrannt. Kurz auf der Zunge und hinten im Rachen, da ist wirklich Atomstimmung. Kann die türkische Küche punkten?